Hier sind wir jetzt auf dem Ilm-Radweg unterwegs. Und das ist schon eins der wichtigen politischen Projekte, die es für ganz Ilmenau zu bewerkstelligen gibt, nämlich die Vernetzung mit Radwegen. Das ist also eins der politischen Projekte, die mir wichtig sind. Und davon gibt es noch eine ganze Menge, die ich in den letzten Jahren habe auch durchsetzen können. Wie zum Beispiel die Fördermittel für unsere neue Schwimmhalle, die ich habe mit beschaffen können, genauso wie finanzielle Mittel für den Ausbau der Ilmenauer Festhalle. Zwei wichtige und große Projekte für unsere gesamte Stadt. Aber Ilmenau ist ja nun ein ganzes Stück größer geworden und deswegen ist es auch wichtig, dass wir überall in der Stadt mit Kindergartenprojekten zum Beispiel dafür sorgen, dass junge Familien eben auch Möglichkeiten haben, sich in den Orten zu entfalten. Und auch das unterstütze ich. Wir sind ja gerade daran, auch einen neuen Kindergarten in Gehren zu bauen, aber auch Ausbauprojekte wie Frauenwald, wie Möhrenbach, wie Stützerbach sind mir wichtig, genauso wie der Ausbau mit Spielplätzen. Politisch wichtig hier in Gräfinau, wo wir gerade sind, ist zum Beispiel auch der Busverkehr. Und ich als Vorsitzender vom ÖPNV-Ausschuss setze mich eben auch dafür ein, dass das ein ganzes Stück besser wird. Da muss man sagen, die Busverbindungen sind nicht so wirklich optimal in vielen Orten. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass Schulbusse oft überfüllt sind, wie gerade hier in Gräfinau. Und das ist eine dauerhafte Aufgabe, die auch für Politik weiter bestehen wird. Neue Projekte sind mir da aber auch wichtig. Wir sind gerade dran an der Schlittenerlebnis-Welt, dass wir eben die Rodeltradition, die wir in Ilmenau und der Region mit den meisten Olympiasiegern haben, dass wir die eben auch darstellen und auch touristisch vermarkten. Wichtig ist außerdem die Zusammenarbeit mit den Ortsteilräten und den Ortsteilbürgermeistern bei 16 Ortsteilen, die wir ja in Ilmenau haben, ist eben auch die Fläche ziemlich groß und man muss schon im Gespräch sein vor Ort, um mitzubekommen, was die Leute auch beschäftigt. Und das ist ein großes Anliegen von mir, bei dem ich auch sehr, sehr viel in meiner täglichen Arbeit unterwegs bin, um nah dran zu sein an dem, was die Menschen beschäftigt.